Ja, meine Leute, und ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal. Heute werden wir uns mal um den Stream vom 29.09. kümmern. Da war hier wieder der Muskelküchenmann, wie er liebevoll genannt wird, wieder am Start. Ja, ich bin sehr gespannt. Stream leider erst wieder am Montag. Ich glaube. Ah, ich. Nee, ich glaube, nee. Heute Morgen werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Falls doch, in der Community-Tab werde ich euch Bescheid geben. Aber rechne nicht damit. Deswegen Montag auf jeden Fall 19:45 Uhr ungefähr, wieder plus minus Start. Ihr kennt das Prozedere. Und dann würde ich sagen, gibt es irgendwas Cooles vorher zu erzählen? Ich meine, ihr habt es euch alle mitbekommen, ne? Die Sachen mit Rainer, dass er ja Selbstmordgedanken hat. Der Clip von Katal. Ich spiele ihn einfach kurz ab. Irgendwann habe ich einen Rainer wieder getroffen, ja, und da ging es, also den ging es nicht gut. Ne? Der hat mich angerufen, der wollte sich umbringen, das ist die Wahrheit, ja, so. Und da habe ich auch ein Bild, wo der heult, alles drum und dran, so, da habe ich, weil der wusste nicht, weder ein noch aus, so. Habe ich gesagt, okay, was machen wir? So, und dann ging das so hinher, dann haben wir uns nochmal getroffen, habe ich gesagt, Rainer, hör zu, ja, guck mal, ich kann dich unterstützen, aber nur unter folgender Voraussetzung, ja. Du musst dich ändern, du musst deine Sprache ändern, du musst deine Art ändern, du musst dein Wesen ändern, ja. So, dann musst du auch gesunder mal dich ernähren, dann musst du mal zum Arzt. Ich habe dir gewisse Vorlagen gemacht, ja. So, und da habe ich gesagt, unter diesen Umständen, aber nur unter diesen Umständen, ja, werde ich dich unterstützen. Und da kam natürlich oft die Frage so, ja, macht das wirklich? Wenn ja, wie ist das? Sollten wir uns schuldig fühlen als Haterschaft, bla bla bla. Rainer wird das nie tun. Rainer ist so in seiner selbst gefangen, so selbst von sich überzeugt, so sehr von diesem Gewinn überzeugt, dass er es nicht macht. Er hat ja schon öfters darüber gesprochen, dass er es nie machen würde, weil es für ihn die größte Art ist, zu zeigen, dass er aufgegeben hat. Ich meine, Rainer gibt nicht mal auf in der Hinsicht, dass er. Ja, sich aus dem Internet zurückzieht. Ne, was ja viel, viel einfacher ist, als sich umzubringen. Ne? Sollte klar sein. Ne, wenn er selbst das nicht macht, einfach nur aus dem simplen Grund, ne? Ich glaube nicht mal, dass das Geld oder das Lollerleben mehr wiegt als das, was ich jetzt sage. Aber es geht ihm einfach darum, nicht zu verlieren. Es gehen die Schande in seinem Kopf, die er sich selbst zuwirft, zutrichtert, ist einfach zu hoch, als dass er aufgehen würde. Deswegen macht euch da keinen Kopf. Ich glaub's nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht tut. Deswegen, ich würde sagen, wir starten einfach mal einen ersten Clip rein und schauen mal, was heute so alles passiert ist. Bettler, Leute, spendet mir. Wo bett ich die Leute, wenn du Bernhard raus? Das sind die Hater. Das schreiben die auch bei mir immer, weil die immer sagen, so, das ist keine richtige Arbeit und so weiter, was du da machst und so weiter. Und Ich wenn will weil man sagen, immer dass ihr danach alle fragt. glücklich seid, oder was? So sind die halt. Ja, Leute, zieht euch bitte ein Universum ein. Bitte. Genau, macht er ja nicht einmal. Das ist Nein. genau das, weißt du so. Bis auf Birella, und das ist jetzt nichts gegen sie, aber bis auf Birella habe ich keinen, der immer sagt, hau mir dies rein, hau mir das rein. Klar sagen wir, während wir matchen, hau mal rein, aber weder ich noch er reden groß darüber und auch die meisten anderen, mit denen ich matche, nicht so, hau mal ein Universum rein, hau mal einen Löwen rein. So, ich bedanke mich für alles, was ich bekomme. Und das, soweit ich das weiß, auch er und die anderen immer. Also, dieses Gebettel ist immer Quatsch. Oh mein Leute, er hat uns. Oh Gott, oh Gott. Oh. Schaut euch unseren Wonneproppen an, ne? Ah, erstmal, Rainer beschreibt sich wieder schön selbst, ne? Er sagt wieder, ja, wir betteln doch alle gar nicht, das ist doch voll die harte Arbeit, bla bla bla. Ich sag ja auch nicht, hau das raus. Ding ist, Rainer, wenn er matcht, ne, jetzt ist halt nicht mehr so viel, weil er auch Schach gespielt hat und so weiter und ja, überhaupt nicht mehr am Chat eingegangen ist. Aber normalerweise heißt es immer, komm Leute, haut doch mal raus, haut doch mal raus, komm Leute, haut doch mal raus. Na klar, er sagt jetzt nicht, ey Leute, jetzt haut einen Löwen raus oder so, weil er selbst weiß ja, das ist zu viel. Aber zu den 5 Minuten Match, so, wenn die jetzt nicht über ein Thema reden, ne, normales Match, ohne dass vorher über ein Thema geredet wird oder währenddessen, ist alle 5 Sekunden, Leute, haut mal raus, komm. Gleich ist mal 2, 5 Rosen noch, bitte, komm schon, bitte. 2 Rosen noch, gleich mal 2, haut alles raus, Leute, haut alles raus. Das ist doch genau das Gleiche, oder? Oder bin ich blöd? Ich glaube nicht. Also ich blöd bin vielleicht schon, aber nicht in der Hinsicht.
Deswegen so, dass er sich wieder perfekt selbst beschreibt und es nicht mal merkt, ne? Typisch Drachenlord. Und gerade versuche ich die Hälfte halt komplett einmal rauszukriegen aus dieser Scheiße, weil aber die immer anfangen zu diskutieren. Eine Frage hatte ich noch. Bei einer Sache, die ich dich gestern gefragt habe, hast du mich aber angelogen. Ich habe dich mit gar nichts angelogen. Okay, ich kann dir jetzt ein Video zeigen, was ich in meiner Hand habe, wo ein 14-jähriges Mädchen auf deinem Site ist, wo du dieses Mädchen nach ihrem Alter fragst. Das Mädchen sagt zu dir 14, ne, und da war vorher ein Gespräch wegen Frauen, allem drum und dran, und da sagst du zu dieses 14-jährige Mädchen, die auf dem Site ist... Ich habe dir gerade gesagt, ich werde auf das Thema Pädophilie nicht eingehen. Ich habe dich nicht angelogen. Es gibt auch genug Sachen, die über KI funktionieren. Nein, es gibt auch genug Sachen, die über KI erstellt werden heutzutage. Und gerade was die Hater anstellen, da würde ich nichts glauben, was das ist. Gerade momentan nicht. Ich habe das nicht gemacht. Es ist ein Livestream. Es ist ein aufgenommener Livestream. Aufgenommen, genau. Eben aufgenommen. Genau, aufgenommen. Das heißt nicht, dass es richtig ist. Aber es sind deine Äußerungen. Noch einmal. Du kannst jederzeit, gerade mit KI kannst du heutzutage mit der Stimme alles machen. Also das ist auf jeden Fall kein KI, definitiv nicht. Wenn du meinst, ich wüsste nichts davon. Also ich habe mir mal komplett jetzt mal, ohne dich in irgendeiner Weise jetzt in den Pranger zu nehmen, ich habe mich mal ein paar Stunden damit beschäftigt, zu der Äußerung, das stimmt, du wurdest bis heute nicht verurteilt. Ja, hast du vollkommen recht. Ronny, mein Mod sagt gerade, das Video ist zusammengeschnitten. Da das Video anscheinend auch ist, gesehen. Das ist ein kompletten. Ich hab's nicht gesehen, ich kann es nicht sagen, aber ich kann dir sagen, ich kann es dir schicken. Boah, lass mich halt ausreden. Ich kann dir jedenfalls sagen, ich habe das definitiv nicht zu einem 14-jährigen Mädchen gesagt. Definitiv nicht. So, und da kommt nach Malte, zurzeit auch schon unser Lieblings-Guest-Partner vom Drachenlord. Und zwar, er hat es endlich gesehen, dieses Video mit dem nicht zu jung, zu eng. Und ja, Drachenlord hat recht, ich muss Drachenlord wirklich zustimmen. Das Mädchen war nicht 14, das war 15. Bei der Sache, die Murat meint. Ja, natürlich wieder dieses KI-Kacke. Ne? Murat wirklich, ne? Er hat die richtigen Ansätze, er geht richtig vor, er sagt die richtigen Sachen, aber dann auf den letzten Metern bleibt er einfach komplett liegen. Ne? Allein schon, wenn man sich diesen Ausschnitt anschaut, da kommt man doch sofort auf die Idee, ey, wie alt ist das Ding eigentlich? Ja, die älteste Aufnahme, die ich jetzt gefunden habe, ist 6 bis 7 Jahre alt. Das ist ziemlich genau der Zeitraum, wo es rauskam. Und zu der Zeit gab es noch keine KI-generierten Stimmen. Und auch heutzutage hört man das noch raus. Ich weiß nicht, ob ihr die KI-Lieder von Rainer kennt. Die sind sehr gut. Aber man hört auch immer nur am Ende, finde ich, von einem Satz oder einer Line, dass es Rainer ist. So, weil da natürlich dann die Betonung stärker wird. Und so, ich glaube nicht, dass man mit KI so gut die Sache machen kann, es riecht solche alten Sachen nicht. Deswegen, worauf ich hinaus möchte, ist einfach, diese Aufnahme, die sind aus einer Zeit, wo es technisch nicht möglich war, auch nur ansatzweise KI-generierte Stimmen zu generieren, die dich glauben lassen, dass sie echt sind. So, genau. Und das rein natürlich nicht über das Thema sprechen will, ist klar, ne? Ich meine, wie gesagt, ich kann es einerseits verstehen, weil man auf diesem Stuhl einfach nicht sitzen möchte. Aber ja, Rainer ist sehr konsequent wie immer. Und lässt sich wieder sehr stark darauf ein. Aber ja, mal sehen, wohin diese Diskussion noch führt. Also wie gesagt, ne, dass jetzt alles mit KI rechtfertigen möchte, das macht er schon die ganze Zeit. Das kann man bei neuen Sachen sagen, okay, von mir aus soll das sagen, ist zu 50% glaubwürdig oder so. Aber zu Sachen, die teilweise 6, 7, 8, 5 Jahre alt sind, da kann man sagen, nee, das war KI. Damals schon KI, die Hater, die hatten schon NASA-Technologien. Die haben schon auf dem Mond schon mit den Aliens meine Stimme nachgemacht. Brauchst du gar nicht glauben. So. Und der Ronny schreibt, nee, stimmt nicht. Nee, das Video ist fake. So. Als ob es davon nur ein Video gibt. Und Rainer, ja, aber so mein Mutter hat gesagt, das ist fake. Also, ich weiß nicht, aber mein Mutter hat gesagt, das ist fake. Warum hasse ich Rainer Winkler nochmal? Mir fällt es gerade irgendwie nicht ein. Du hast bei diesem ganzen Werdegang einen Fehler gemacht nur. Und da wurdest du hops genommen und die Leute haben dich früh genug aufgehalten. Und du kannst heute nicht diese... Das hat jemand eine Kiste reingehauen. Sonst nehmen die dich auseinander. Die zerreißen dich in der Luft. Das ist also, der Schritt, mein Freund. Die nehmen dich auseinander, nehmen die dich.
Der Einzige, der hier gerade. Noch gebremst und aufgehalten. Wer schreit, hat Unrecht. Nein. Wer schreit, hat Unrecht. Du kannst und darfst deine Gedanken nur aufschreiben, aber nicht leben. Sobald du es tust, bestätigst du den Leuten, dass die Recht hatten. Und das willst du den Leuten nicht geben. Du machst dich gerade selber kaputt psychisch. Du bist unter Druck, sowas von. Du darfst. Ich bin unter Druck. Du schreist hier rum. Du wirfst mir hier vor. Du bist privat. Du beschuldigst mich. Du beschuldigst mich. Du beschuldigst mich. Das ist es. Du klagst mich gerade an. Nein, tu ich nicht. Natürlich. Tu ich kein bisschen. Dann hör mir doch mal zu. Das ist dein. Dann hör mir doch mal zu an. Mein Empfinden. Du hörst mir nicht zu. Das ist kein Empfinden. Das ist eine Tatsache. Mein Freund, ich brauche die gar nicht. Wie der rumschreit, ne, Alter. Das ist ja unglaublich, Alter. Wie traurig ist das bitte? Deshalb gestern, wo du gesagt hast, wenn du mir nicht zuhören willst, wenn du mir nicht zuhören musst, warum musst du dann hier labern? Wo du mich gestern gefragt hast, Murat, warum wurde ich bis heute nicht angeklagt oder verurteilt? Da habe ich erst mal gedacht. Aber dann habe ich mal rumrecherchiert. Alter, die Leute haben dich früh genug gebremst, dass du es gar nicht auslegen kannst. Tust du es, hättest du schon längst eine Anklage gehabt. Aber damit das nicht zustande kommt, du den Leuten. Onkel, er schreit deswegen lauter als ich, weil ich nicht schreien muss. Wer schreit, hat Unrecht. Du bist nicht normal in der Birne, mein Freund. Ich bin nicht normal. Du schreist mich an, du klagst mich an, du wirfst mir vor, was ich denke und niemandem. 3 Stunden nur länger. 3 Stunden. Also als das gestern kam, ne, ich dachte, ich fall vom Glauben. Drachenlord, der 2 Kilometer Schreihals, himself, Dorfschreier, seit 2014, lautestes Organ im Mittelfranken, Award gewonnen. Sagt hier wirklich, dass wer schreit, Unrecht hat, und dass er deswegen nicht drauf eingehen muss. Ich dachte da war ich noch live zu der Zeit, zum Zeitpunkt. Ich dachte, ich fall vom Glauben ab. Rainer Winkler. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange ihr dabei seid, ob ihr die Besucher, wie das alle noch kennt, aber sobald jemand vor dem Tor stand, ging sofort das Geschrei los. Sofort. So, weil Rainer sich halt dachte und hat damit auch damals auch geprahlt, dass er die Hate hier alle Dinge übertönt und deswegen gar nicht drauf achten muss, was sie sagen, weil er lauter schreit, sagt jetzt, ja, wer schreit, der lügt. Und das wirklich nochmal zu meiner Theorie, in Rainers Gehirn ist in 2 Persönlichkeiten aufgeteilt, Opfer-Rainer und Prahl-Rainer. Prahl-Rainer sagt, ja, ich überschreie die alle, weil die alle nichts können. Opfer-Rainer sagt, oder schreibt mich an, der hat Unrecht. Es kann langsam nicht anders sein, ich kann es mir anders nicht mehr erklären. Wenn man Rainers Kopf aufschneidet, da wird man 2 voneinander getrennte Gehirne sehen. Ohne Witz, schneidet. Okay, gut, machen wir es lieber nicht. Aber wenn Rainer irgendwann mal stirbt, ne? Und seinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellt, ich wette mit euch, die werden da 2 verschiedene Gehirne finden. Genug dazu. Und jetzt die Sache mit dem Erlebnis aus. Wie gesagt, ich hatte schon öfters gesagt, ich glaube, dass ich persönlich finde, dass Rainer Neigung hat. Wie stark die sind, sei mir jetzt mal hingestellt. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich sich an Kindern vergehen würde. Das glaube ich nicht. Vor allem, weil Rainer ja eigentlich immer so ein bisschen aus der Perspektive auch geschrieben hat. Ob es die Black Rose Story war oder die Kindermädchen Story. Auch wenn der Black Rose nicht, nur die Kindermädchen Story. Dass er das Kind ist. Ich weiß nicht, ob es dafür einen gesonderten Begriff gibt. Aber ja, also, dass er irgendwann übergriffig geworden wäre, glaube ich nicht. Natürlich, ne, haben wir auch im Stream darüber gesprochen, dass wenn sich immer weiter Druck aufbaut und diese Fiktion nicht mehr geil genug ist, sage ich einfach mal, dass dann Übergriffe immer wahrscheinlicher werden. Aber trotzdem. Ich will es mir auch gar nicht ausmalen, du. Es ist gut, dass es noch nie passiert ist. Da sollten wir uns alle einig sein. Und ja, Murat geht wieder ein bisschen zu sehr ab. Er denkt wieder, er hat Rainer jetzt komplett in der Tasche, aber ja. Er ist sehr, sehr überheblich. Wird er ein bisschen ruhiger sein und weniger überheblich sein, dann wird das alles schon ein bisschen besser. Und diese Energie, die er im Überheblichsein verliert und im Rumschreien so ein bisschen, hätte er vielleicht einfach in seine Argumentation stecken sollen. Finde ich. Kann jeder selbst sehen, wie er möchte. Und die Leute, die meine Sachen immer veröffentlichen. Ey Leute, dieses Video, meine Sachen warte mal, wir sind doch gerade live. Dieses Video, was ihr mir geschickt habt mit dieser 14-Jährigen, das ist doch in YouTube drin, ne? Ich kann ihm das ja jetzt auf YouTube abspielen, da kann er doch selber seine eigene Wortwahl sehen. Ich hab dir schon gesagt, dass das mit Sicherheit kein echtes Video ist, weil ich zu einer 14-Jährigen sowas nicht gesagt habe. Dann kannst du mir sagen, ob das echt oder gelogen ist, oder?
Wie heißt das nochmal? Könnt ihr das mal schreiben, Leute? Das interessiert mich. Hat es irgendeinen Sinn, mit jemandem zu diskutieren, der einem nicht zuhört und der einfach nur seinen eigenen Willen durchsetzen will, ohne das zu hören, was andere sagen? Du hast doch gesagt, du müsstest es sehen. Du weißt nicht, von welchem Stream ich rede. Und das möchte ich dir gerade zeigen. Wo liegt denn das Problem? Ibu sagt auch schon nein, dachte ich mir schon. Es gibt kein Problem. Das Problem, was ich habe, ist, ich habe dir gesagt, ich möchte über dieses Thema heute nicht weiter diskutieren. Und was machen wir jetzt seit 10 Minuten? Wir diskutieren über genau das Thema. Leute, wie heißt das? Wie heißt dieser Dings nochmal? Ich bleib doch sachlich, Leute. Ich beleidige ihn doch gar nicht. Du hast mich mehrfach beleidigt. Nein. Genauso wie gestern. Gestern hast du mich beleidigt, dass ich behindert bin. Gestern hast du mich mit anderen Sachen auch noch beleidigt, die mir nicht im Kopf geblieben sind und noch was weiß ich alles. Und dann sagst du zu mir, du weißt, was ich denke, weil irgendjemand irgendwo im Internet irgendwas veröffentlicht hat, was geschrieben wurde, was ich angeblich gemacht habe und da drinnen steht, was meine Gedanken sind. Hast du mal den Spruch gehört, Gedanken sind frei? Rede du, ich höre dir zu, ich muss nur kurz WhatsApp jemanden antworten. Ich höre dir aber zu, Entschuldigung, ich will nicht respektlos. Hast du mal den Satz gehört, Gedanken sind frei? Gedanken haben nämlich, selbst wenn es meine Gedanken gewesen sein sollten, hat es noch lange nichts damit zu tun und ich wüsste nicht, dass ich sowas geschrieben hätte. Und wenn ich sowas geschrieben hätte, wäre es immer noch irrelevant, weil meine Sachen, die ich privat schreibe, für mich Gedankengänge oder Aufzeichnungen oder was weiß ich immer sind, hat nichts damit zu tun, was andere Leute über mich erzählen. Man merkt schon, Rainer hat gar keinen Bock drauf, dass sich das Video jetzt angeschaut wird, weil er, glaube ich, Rainer weiß die ganze Zeit, wovon geredet wird. Ich glaube, Rainer weiß auch ganz genau, dass er es getan hat. Meiner Meinung nach, aber ja, dann kommt später mit, ja, Gedanken sind frei, bla bla bla. Im Prinzip hat er recht. Aber warum sollte er jetzt diese Argumentationsschiene führen, wenn er doch gar nichts getan hat? So, warum soll ich mich denn schon rechtfertigen für etwas, was ich gar nicht getan habe? Wisst ihr, was ich meine? Ich denke schon. Ja, also ich, wie gesagt, es ist schwierig, ne? Das sind wirklich harte Anschuldigungen. Deswegen will ich hier nichts als Fakt hinstellen. Wie gesagt, alles, was ich sage zu dem Thema Drachenlord und Pädophilie und so weiter, ist alles meiner Meinung, ne? Bildet euch da auf jeden Fall eure eigene Meinung. Denn ja, das sind harte Fakten. Jo, im nächsten Part werden wir uns anschauen, wie Rainer auf das Video reagiert. Sie werden es nämlich wirklich abspielen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video in den Kommentaren oder spätestens Montag beim Stream. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns. Haut rein.